Willkommen zurück, Leute, zu Life is Strange im nächsten Part. Wir sind mit Max rausgegangen in die Dunkelheit der Nacht, wo Victoria sich angeblich auch rumschleicht. Sollen wir uns da jetzt einfach auf die Bank setzen? Ich weiß nicht. Wenn wir uns da hinsetzen, dann warten wir doch nur aufs, ja, was auch immer. Oh, da schreibt uns jemand. Apropos, wir sollten mal wieder überhaupt im ganzen Tagebuch nachlesen, was hier alles los ist. Ich muss dir was zeigen, triff mich vorm Campus, schwing die Hufe und zwar sofort. Max? Ja, wir sind noch da. Wir sind noch da. Liebe Chloe. Wen haben wir denn hier noch jetzt neu? Victoria, Dave, Nathan, Jefferson, ja, Warren, Joyce. Das sind die, die wir noch nicht gelesen haben. Nach 5 Jahren mit Joyce Price drin war fast so abgefahren, wie Chloe wiederzuziehen. Besonders im alten Two Wales, dein hartes Klappern vom Besteck und der Geruch von Bacon versetzte mich meine Kinder zurück, als ich zum Frühstück mit meinen Eltern da war und so weiter. Ich lese das jetzt mal nicht. Das lese ich. Ich werde Frank nie vergessen. Schon allein, weil er der erste und letzte Mensch ist, auf den ich je mit einer Waffe zielte. Wie ist Chloe auf dem Radar eines Dealers aufgetaucht? Als er Chloe bedrohte, war ich schockiert, wie wenig zwielichtig er wirkte. Ich hatte mit einem knallharten Gangster gerechnet. Er scheint eher in einer Mülltonne zu hausen. Was er ja auch irgendwie tut. Wir waren quasi in seinem Wohnzimmer, um meine Kräfte zu Chloes Belustigung auszutesten. Er sah zwar nicht wie ein Serienmörder aus, aber seine Schwingung, Aura, Energie, was auch immer, war übel. Ich hatte total Gänsehaut. Er wollte sein Geld von Chloe zurück, also hätte er ihr wohl nichts getan. Aber ich wollte es nicht riskieren. Ja, ich habe ihn tatsächlich mit Davids Waffe bedroht. Lachhaft. Zum Glück ist niemand geendet wie in Reservoir Dogs. Und Frank ist doch weniger furchteinflößend als gedacht. Ich will Chloe allerdings nie in seiner Nähe sehen. Er trug immer einen von Rachels, er hat ein Armband bekommen, ne? Obwohl Chloe, wollte mit Chloe darüber nicht reden, ist jetzt der Hauptverdächtige oder so. Okay. Da ist Warren und Chloe und hier ist das mit Kate. Na, das hatten wir schon, das ist das Alte. Das hatten wir auch schon, genau. Dann ist das ja der Rest, ne? Ich dachte, Victoria Chase wäre mein größtes soziales Problem. Jetzt muss ich mich auch noch mit Nathan Prescott rumschlagen. Ich denke, er hat meine verrückte Zeitreisekraft ausgelöst, als er das Mädchen im WC erschossen hat. Er ist 19 und bereits ein furchterregender Scheißkerl. Ich denke, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber Nathan mit meinem Zeitreisen. Aber wenn er mich erschießt, kann ich auch nichts mehr ändern. Ich muss aufpassen, wenn er in der Nähe ist, besonders weil er Freunde in wichtigen Positionen hat. Der Name seiner Familie steht quasi auf jedem Gebäude in Blackwell. Sein Geld gegen meins. Nathan tut mir schon leid. Er scheint sich nicht unter Kontrolle zu haben. Als hätte er Drogen oder zu viele Medikamente genommen. Andererseits ist er ein Arsch, den niemand zur Rechenschaft zieht. Und er hat fast ein Mädchen auf dem Campus getötet. Soll ich direkt zur Polizei gehen? Was soll ich zu meiner Zeitreise sagen? Gar nichts. Ich muss ab jetzt in den Augen im Hinterkopf haben. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal gelesen. Ich dachte, das wäre was Neues. So, unbekannte Nummer. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Ey, Nutte. Emanzen gehören ausgelöscht. Was sind das für Nachrichten? Hier ist Warren. Jo, Max, ich muss dir nochmal sagen, wie verdammt toll du heute mit Kate auf dem Dach warst. Ich erstelle dir einen 3D-Drucker des Labors, ein Superheldenkostüm, okay? Du hast dir ein Abendessen auf meine Kosten verdient, zusammen mit dem Trip zum Planet der Affen. Ruf mich an. Danke, Warren. Mein Umhang muss heute Nacht ruhen. Nathan wurde suspendiert. Heute ist ein guter Tag. Ich rufe dich nachher an, okay? Ja. Hallo, meine Hübsche. Och, Mann, der ist so süß. Ja. Sit down. Ich bin jetzt im Transition-Labor, jetzt bin ich Schrödinger, bis gleich. Ja, das hatten wir schon. bei Chloe ist noch, ja, warum antwortet sie ja nicht? Weiß ich nicht. Weil wir sollen ja rauskommen. Ich bin ja hier jetzt. Ist sie jetzt da hinten? In dieser Tür? Da drinnen? Oh, it's unlocked. I hope Samuel isn't around. Was ist das, was ist jetzt hier so? Nothing here. Das ist Silent Hill-mäßig. Ich weiß auch nicht, warum ich immer daran denken muss. Nothing but tools. Hat absolut nichts mit diesem Spiel gemein. Und trotzdem, immer wenn ich in so Räume gehe, Taschenlampe. Ich weiß auch nicht, so. Es hat mich verstört. Who knew Samuel was so into runway fashion? Mode oder anderes? Ich weiß nicht. Ist es wirklich nur die Mode? Nothing here. Was sollen wir dann hier drinne? Der Werkzeugkasten? Nothing but tools. Was, Mädel, was machst du dann hier drinne? Nuts and bolts. Like my grandpa's garage.
Ist hier oben irgendwas? Kann man hier irgendwie die Tür aufmachen? Da ist das Magazin, da ist aber noch irgendwas? Oder habe ich mich da nur verguckt? Okay, dann ist ja hier anscheinend nichts. Keine Ahnung. Ach, guck mal. Oh, wie süß mit den Glühwürmchen. Oh nein, du willst doch nicht die Zeit zurückspulen. Kannst du das nicht... Da, Eichhörnchen. Oh, wie süß. Guck mal. Oh, wie süß. Wieso macht sie kein Foto von denen? Sie macht doch sonst mal ein Eichhörnchen von denen. Mach ein Foto. Aber sie will irgendwie nicht schießen. Nein! Das war dumm. Wo ist das Eichhörnchen jetzt? Da. Hä? Aber was macht es da? Ach hier, guck mal. Da steht noch was. Make art, not war. Da bin ich für. Irgendwie unheimlich, dass das Eichhörnchen da ist und da ist ein Totem. Ach so. Max, okay, wenn du meinst, dass das nicht ein Foto wert ist, wo du sonst immer alles schießt, was dir vor die Füße geht, dann gehen wir eben zum Totem. Kannst du da irgendwie hin? The Tabanka does look pretty scary at night. Please don't destroy me. Jo. Check das mit dem Eichhörnchen nicht. Richtig komisch. Da ist auch nichts in der Tür. Wird sich hier hinsetzen, Max, und dann kommt das Eichhörnchen. Wenn wir hier einfach mal stehen bleiben, ruhig, kommen die dann alle, die Tiere? Wie in so einer Disney-Film, fängt sie dann an zu singen und dann... Maybe Samuel should fix that lamp. Ja, schön unheimlich hier. Kann sie da hin? Ich kann da irgendwie nicht hin, ne? Oh, the most magical insects. Burn bright. Und kein Foto. Hm. Wäre doch ideal gewesen. Wells. Are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Was mache ich denn jetzt? Wo soll ich mich denn hinsetzen? What a day. Blackwell almost lost another student. Wish Kate Marsh would just skip town. Now I have to deal with more pissed off entitled parents who want to blame me for their mistakes. Noch hat er uns ja nicht gesehen. Cheers. Ich glaube, der ist voll besoffen. Nee, der darf uns nicht sehen, ne? Mach ihn jetzt mit ihm. That smart son of a bitch has me trapped. Oh nein. Ja dann. I know I have a set of keys on me somewhere. Ah, gotcha. Now, Max the Ninja strikes again. These keys are all broken. Bin ich jetzt gegangen oder wiedergekommen? Nein, ich bin gegangen. Sehr gut. Hey, wir haben ihn ausgetrickst. Hm. So, wo geht's jetzt? Ist ja schon unheimlich hier, echt. Victoria! Wo bist du? Booyah! Oh Gott! Oh, Chloe! Get it? Booyah. Like I'm a ja. Scary punk ghost. Du bist more ein like gruseliger... scary punk asshole. Punkiger Arsch. Hey, Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry. But you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. And then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. You obviously said the right thing.
And your badass power is gonna save us all. We just need to connect the plays. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Yeah, hoffentlich nicht lustig, Chaos Theorie. Didn't you say that it was all about Chaos Theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space. No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Kate. Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Nicht nur die. Not just them. Yep. I just want to beat the shit out of those particular bros. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Wohlauf, lebendig, tot? Alive? I have to think that, Chloe. Her spirit is so powerful here. Maybe too much power. Max, we have to find Rachel soon. Mm-hmm. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me, what's your secret? Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, Step Prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Zeit plitzen ist auch schön. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Tja. Are you fucking kidding me? Hat nicht so geklappt. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Oha. Einen Geisterstoß. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They get charges for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security.
Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on, one more door and our work here is done. Okay. Zack, sind wir drinne in der Schule. Wo wir gerade nicht sein sollten. Schon wieder das Vermisstenposter. Wo geht's denn jetzt hin? Was kann ich mir angucken? Hier ist noch was. No trophy will help Blackwell's reputation now. Tja, bei dem Scheiß, der da abgeht. Maybe Kate started a revolution. Kippt den Vortex Club. Der Vortex Club ist kacke. Vortex kacke. Kate Marsh Power. Betet für Kate. Der Vortex Club hat Kate getötet. Was a long time ago, Nathan got smacked down. Das Klo. So, jetzt habe ich hier die Orientierung verloren. Was haben wir hier noch im Poster? First Rachel and now Kate. This is the end of the Vortex Club. Das ist ihre Hoffnung. Wir gehen hier durch. Können wir hier jetzt irgendwie in den Spinnfächern was finden? Hier haben wir noch was. Aber können wir hier in den Spins? Sagt man das Spins? Was finden? Oder geht's einfach nur durch die Tür durch? Na gut. Na schön. Dann eben hier weiter Klausuren. An A minus? Alright, alright. So Dr. Max did help Warren this morning. Praktische Chemie, Warren Graham A. Schön. Was haben wir hier? Ass biology. Ugh, gross. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Ah, war auch nie so ganz mein Fach. Wobei ich später dann gemerkt habe, wenn man es gut erklärt, kann das auch total interessant sein. Aber bei mir damals in der Realschule, nee, das ging gar nicht. I never said they were great, Troll. Hm. Man hört so dieses leise, tropfende Geräusch im Hintergrund. Hier sind wir doch gerade durchgekommen. Oder ist es eine andere Tür? Ich bin verwirrt. Finden wir hier irgendwas? Was? Wonach suchen wir genau? Das Aquarium mal wieder. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Ach so. Dann einschalten. Good evening, Fish Fish. Was hilft uns das, dass wir die Fotos eigentlich haben? Nice work. Okay. Dann schalten Please wir wieder resume aus. Your slumber. Einfach mal ein Foto gemacht. Da Vinci was a boss. Okay. Ja, da sind wir ja schon lang gegangen. Dann, warte mal, da vorne ist noch Graffiti, aber das hatten wir, glaube ich, gerade auch schon. I never said ja. They were great, Troll. Ich frage mich, was für ein Selfie wir wohl später einreichen und ob wir von den Fotos, die wir gemacht haben, eins später bei Mr. Jefferson oder so abgeben müssen. Also, wäre doch witzig, wenn wir von all den Fotos, die wir so gemacht haben, dann sagen, okay, das ist so das Beste. Ob es darauf wohl hinausläuft, ich weiß es nicht. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Ja, 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 hier, Kates Schließfach. So glad you still have your locker, Kate. Aber was ist mit Rachels Schließfach? Gibt es das überhaupt noch? Ich weiß nicht. Hier ist noch eine Tür. Gehen wir da mal durch. Huh. You can never escape the lighthouse here. Immer dieser Leuchtturm. I feel gross even looking at Nathan's work.
But he does have some style. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Daniel's a better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Interessant, was sie sich hier anguckt. Aber anscheinend noch nicht das, was wir wollen. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Das soll zum Beeindrucken dienen? Ist da draußen vielleicht auch irgendwas, was wichtig für uns ist? Was genau sollen wir finden? Da sind die ganzen Stative. Es ist unheimlich und interessant, zugleich hier rumzuschleichen. Ich glaube, den Gedanke hatte jeder von uns schon mal so, oder? Chloe's wenn man in der Schule war. Dieser Gedanke so, was passiert eigentlich, wenn man in der Schule rumschleicht und es nachts ist und keiner da ist? Ist es unheimlich oder auch cool? Komischerweise will man Ruhe vielleicht oder fühlt sich ganz anders, wenn es belebt ist und ja. Zigaretten. Ach, wir können auch ein Foto machen, das ist ja cool. Yay, wieder ein Foto gemacht. Gross. At least switch to E-Cigs. Finde ich aber witzig. Ja, und sobald man aber halt alleine wäre in so einer Schule, so wie Max jetzt, so ist das Gefühl wahrscheinlich doch irgendwie doof, wenn die anderen nicht da sind, selbst wahrscheinlich die, die man nicht mag. Oder, naja, ganz alleine ist sie ja nicht, sie hat ja Chloe, aber trotzdem ist es halt, ja, komisch. Alles ist still. Die belebten, lauten Menschen, die sonst durch die Gänge rufen und Witze machen und labern, sind nicht da. Wo kann ich denn jetzt hin? Ich weiß leider nicht, wo yes, das Büro I'm going war. To find you, Rachel. For Chloe and Kate. Es muss doch, es war doch irgendwo, war das nicht relativ am Anfang irgendwo an der Seite? Wo ist sie denn hingegangen? Hier? Da ist sie, okay. Ja, dann waren wir wenigstens ein bisschen in den Gängen rumschleichen. Ist doch schön. Ein paar Fotos geschossen. Was ist hier? Only a total phony would wear a crappy hat like that. Okay. Ist einfach nur ein rotes Cap, aber auch gut. Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Nah. Wie man sein inneres Krafttier füttert, von Dr. B. Bracemonte. Okay, aber wie krass wäre das, wenn das da draußen das Eichhörnchen der Hausmeister war? Aber das, naja, das ist ein merkwürdiger Gedanke. Da ist Chloe. Ist hier noch irgendwas? Ein Brief. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Sehr geehrte Miss Michelle Grant, als Sicherheitschef der Blackwell Academy ist es mein Job und meine Pflicht, sicherzustellen, dass alle Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler getroffen wurden. Mir ist bewusst, dass ich niemandes Liebling unter den Schülern oder Lehrern bin, aber ich weiß, dass ihre Sicherheit an erster Stelle steht. Die Zahlen, seit ich zum Sicherheitschef ernannt wurde, sprechen für sich selbst, genau wie der 15,4% Rückgang im Campus Kriminalität. Ich respektiere Ihre Stellung als Wissenschaftslehrerin, aber Sie haben unfairerweise meine Pläne für ein Überwachungssystem mit einer feigen Petition dämonisiert. Ich hoffe, Sie werden diese Petition überarbeiten und die menschlichen Kosten bedenken, wenn die Blackwell Academy nicht mit der neuen Sicherheitstechnik ausgestattet ist. Mit freundlichen Grüßen, David Madsen. Tja, das ist die Frage, ne? Was ist denn besser? Sicherheit, aber sich beobachtet fühlen? Oder das Vertrauen haben, dass man es auch anders hinbekommt? That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case.
Why, yes, I could. Ach, sollen wir deswegen in der Schule rumstreunern? Ist das der Grund, wieso ich eigentlich hätte da überall rumlaufen sollen? Aber wir können ja mal hier erstmal zum Schreibtisch gehen. Ah ja, hier kann sie ja auch überall suchen. Na dann, leg mal los. Boring. Dann kommen hier da vielleicht. Crap. Bestimmt da um die Ecke beim Schreibtisch, aber ich mache trotzdem mal alle Schubladen auf. Dead end. Ja, hier wird es auch nicht sein. Nothing here. Hier sind alles so Akten und so. Da ist es eher nicht, aber vielleicht ja da vorne um die Ecke. Guck mal hier, das ist doch viel besser. No keys here. Ja, die wird man ja auch nicht da so einfach liegen lassen, oder? Das wäre ja wohl auch komisch. Irgendwo in der Schublade wohl eher. Nothing to see here. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey Warren, you busy? Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No, stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the hope. This sucks ass! Goddamn door! Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Okay, Robert Warren schreibt. So machst du's. Und schickt mir da irgendeine Fragen. Natriumchlor, was? Ein Puder zur Herstellung von Chlordioxid. Das weiß doch jeder. Probierst du das tatsächlich aus? Probieren ist es richtig, aber ich verneige nicht vor deinem Wissen. Ach du Scheiße. Was hat sie denn jetzt vor und wieso? Was war mit der Schlüsselidee? Ich dachte halt erst, warum, ja, nimm das mal ab. Sugar. Ich dachte, warum nimmt sie nicht, Only three more items to go. Wieso dreht sie nicht einfach die Zeit zurück, dachte ich so gerade. Ach, hier, Schlüsselbrett. None for the principal's office. Guck mal, das habe ich, sowas habe ich eigentlich gesucht, aber ich dachte, das wäre in irgendeiner Schublade. Ja gut, dann in keiner Schublade und auch nicht am Schlüsselbrett, dann hilft ja wohl nur, was weiß ich, was für eine Bombe. Ja. Here are the keys. None for the principal's office. Ja. Wir haben Zucker, wir brauchen noch weitere Zutaten, die ich dann im nächsten Part suchen werde. Von Life is Strange, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.